Leute, hier ist wieder euer M-Tech und ich begrüße euch zu meinem mittlerweile fünften Let's Play. Diesmal habe ich mich entschieden, mache ich mal ein ganz kurzes Projekt, nämlich Super Mario Land 3 bzw. Wario Land. Ja, 1993 Nintendo, ein Gameboy-Spiel. Ja. Okay, da fange ich einfach mal an. So, ich nehme jetzt spaßenshalber mal den, oder ich lösche am besten mal einen Spielstand. Nämlich den ersten nehmen wir, den löschen wir gleich mal. So, und jetzt geht's los. So, hier sehen wir also unsere Karte. Also, wir haben hier einen Strand, wir haben eine mysteriöse Teekanne. Wir haben ja auch einen Eisberg oder was das darstellen soll. Dann hier irgendwas, keine Ahnung. Ein Schiff haben wir. Ein See. Eine Gabel. Und so ein Totenkopfschloss oder was auch immer. Ja. Okay, ich will gar nicht so viel verraten am Anfang. Ich fange erstmal an hier mit Spielen. Course Number One. Ja, das ist unser Wario. Wir können laufen. Wir können hüpfen. Das ist unser erster Gegner, der zieht uns aber nichts ab. Den können wir ganz klassisch ignorieren. Dann haben wir so eine B-Attacke, mit der können wir, ich sag mal, sprinten oder was. Und damit können wir bestimmte Gegner wegkatapultieren und erhalten Münzen. Okay. Wie bei Mario gibt es ja auch Blöcke, kann man ranspringen. Ein Herz. Sage ich vielleicht später mal noch was dazu. So, ohne große Worte zu verlieren. Erstmal die erste Welt hier machen. Steine gibt es auch, die können wir wegmachen. So. Hier haben wir mal ein paar mehr Sachen. Natürlich können wir auch von unten ran springen an die Steine, ganz klar. Es ist eigentlich fast genauso wie Mario. Außer, dass der ein bisschen dicker ist. Ja, ich könnte jetzt durch die ganzen Level hier durchraschen, aber ich dachte mir, vielleicht kennen ja einige von euch das Spiel nicht oder so. Ach so, ja, das war jetzt Knoblauch, was ich eingesammelt habe. Und der bewirkt, dass wir zum Wikinger werden. Da können wir zum Beispiel jetzt hier oben an solchen Sachen, können wir uns ranhängen. Oder wir können eine B nach unten Attacke machen, wo es ein kleines Erdbeben gibt und die ganzen Gegner werden erschüttert. So, wir schauen mal, was hier unten ist. Eine Leiter. Und wieder ein Herz. So, gehen wir wieder hoch. Und hier oben sind wieder ein paar Gegner, wie immer. Ja, also das ist das einfachste Level, das muss man wirklich auch mal sagen. Ein Übungslevel. Ja, mit dieser B nach unten Attacke können wir nicht bloß Gegner töten, sondern wir können auch solche Steine hier zerstören. So, ich habe das absichtlich mal so gemacht, dass ich hier wieder hoch kann, denn sonst müssten wir unten lang, das wäre ein Umweg. So. Ich weiß gar nicht, ob man mit Wario hier über solche Abgründe drüber laufen kann. Ich glaube, das ging. Okay, es ging nicht. Ja, werden wir einmal getroffen, werden wir zum kleinen Wario. Und werden wir dann nochmal getroffen, sterben wir. Das heißt also, müssen wir mal sehen, dass wir wieder groß werden. Hier ist wieder Knoblauch. Damit werden wir wieder zum normalen Wario. Ja, und so ist es im Prinzip. Was ich mir aber an dem Spiel sehr gut gefällt, ist, dass es sehr abwechslungsreich ist mit den verschiedenen Leveln. Werdet ihr noch sehen, das hier ist ja alles so ein bisschen mit Strand. So, hier unten seht ihr schon, irgendwie geht es hier weiter, aber irgendwie kommen wir dort nicht hin. Hm, mysteriös, mysteriös. Merken wir uns einfach mal und kommen wir dann später irgendwann mal wieder hier zurück. Ja, hier sind noch ein paar Gegner, die machen einen tot.
paar Münzen, wieder ein Herz. Ja. Und jetzt nähert sich das auch schon langsam dem Ende. Den lassen wir jetzt. So. Und jetzt kommt eine Cutscene. Also ihr habt es gesehen, hier steht es auch nochmal, Beo nach oben. Mit Beo nach oben nehmen wir 10 Münzen und machen so eine Supermünze, sage ich jetzt mal dazu. Und damit können wir solche Schlüssellöcher oder Münzschlitze öffnen. So, da haben wir es auch schon geschafft. Die erste Welt. Clear. Ja, hier gibt es noch verschiedene Spiele, die mache ich andermal. Und jetzt zum Ziel. Dort ist ein großer Treasure und dort werden unsere ganzen gesammelten Münzen eingezahlt. So, 54 Stück haben wir schon. Und die erste Welt haben wir auch schon geschafft. Geht's weiter. Die ist schon etwas schwieriger jetzt. Wieder Knoblauch, damit können wir wieder unsere Rush-Attacke hier machen. So, da kann ich ja vielleicht mal was zu den Herzen sagen. Also unten rechts, neben der Zeit, da seht ihr ja immer die Anzahl der Herzen, die ist jetzt bei 91. Und ein so ein Herz, was wir einsammeln, ist immer 10 wert. Also sammle ich das jetzt ein, habe schon One-Up gekriegt. Also ein Leben quasi. Und jeder Gegner, den wir töten, der ist ein Herz wert. Ja, deswegen habe ich jetzt 3, weil ich 2 wieder getötet habe. Eigentlich ganz simpel. So, ich wollte ja eigentlich gar nicht so durchraschen. Na gut. Hier oben ist ein Secret. Kommen wir durch nur, wenn wir hochkommen. Irgendwie nicht. Ah, jetzt. Ja, Wumms gibt es natürlich auch. Schon bekannt aus Super Mario Land 2. Und wieder Knoblauch. Ja, und kommen wir natürlich ran, sterben wir. Weiß ich nicht, warum der jetzt nicht gesprungen ist. Eigentlich bin ich gesprungen. Na, macht nichts. So Leute, vielleicht nochmal was ganz kurz gesagt. In meinen letzten Let's Plays habe ich immer ziemlich viel mit Save States gearbeitet. Das werde ich heute lassen. Ich werde das Spiel so spielen, wie es regulär ist. Mit Speichern und alles Mögliche. Und weil beim Gameboy ging das auch nicht, dieses mit Save States. Und deswegen finde ich das ein bisschen unfair. Das Spiel ist eigentlich so leicht, werdet ihr ja noch sehen. Und nee, ich finde das sinnlos, da Beschiss zu machen. So, hier wären wir wieder beim Wumms. Noch was zeigen. Tun wir nämlich so einen Gegner unter so einen Wumm, geht da kaputt und es entsteht so ein Münzblock aus 10 Münzen. So, und trifft uns sowas, werden wir wieder klein, logisch. So, hier müssen wir uns beeilen. Jetzt kommen wir nämlich hier raus. So, und das habt ihr ja schon mal gesehen. Die Dinger sind nur aktiv, wenn sie zu sehen sind. Also so wie ich es jetzt gemacht habe, war es auf alle Fälle verkehrt. Haben wir hier irgendwas Sinnvolles? Ja, Knoblauch. Gut, da gehen wir eben unten lang. Macht gar nichts. Ja, zur Story. Super Mario Land 2 ist ja der Vorgänger. Da haben wir als Mario gespielt und da war Wario unser Gegner. Den haben wir zerstört. Ja, und bei Mario ist ja immer das Ziel, die Peach zu retten, also die Prinzessin. Und ja,
Und bei Wario Land, der Wario hat im Prinzip keinen richtigen Gegner, sondern einfach nur, er will einfach nur reich werden. Und deswegen sind wir auf der Suche nach ganz vielen Münzen. Ganze 4 Stück haben wir diesmal gekriegt, ist jetzt nicht der Haufen. Naja, aber Kleinvieh macht auch Mist, würde ich dazu sagen. Und wir kommen zur nächsten Welt und da fällt euch auf, diese Welt hat hier irgendwie noch einen kleinen Kreis drin. Der kleine Kreis bedeutet, dass diese Welt 2 Ausgänge hat, einen normalen und einen anderen. Cross Number 3. Ja, hier gibt es auch ein paar andere Gegner. Wie gesagt, ich habe es euch ja schon mal gesagt, ich finde schön, dass es hier so abwechslungsreich ist. So, das ist jetzt, ja, so was das darstellen soll, kann ich euch auch nicht sagen. Auf alle Fälle ist das die Drachenfrucht. Und wenn ich die einsammle, seht ihr, habe ich hier so einen Feuerstrahl. Ja. Und das ist Treibsand. So, und hier unten ist wieder ein Herz drinnen. So, ihr werdet euch auch sicher wundern, dass die Farben hier so komisch sind. Das liegt einfach nur daran, ich habe hier die Gameboy-Version und nicht die Gameboy-Color-Version. Und damit es aber von der Farbe her nicht ganz so langweilig ist, habe ich hier einen Filter drüber gelegt, der jetzt so ein bisschen gelb ist, weil das irgendwie zum Strand ein bisschen passt. Wenn ich dann noch ein paar andere Welten mache, da werde ich noch ein paar andere Farben nehmen. So, das ist auch wieder sowas, wo wir Münzen einwerfen können. Nämlich ist das ein Save Point. Wenn wir diesen aktivieren und sterben, kommen wir hier wieder raus. Ich zeige es euch aber jetzt nicht. Ich werde bestimmt noch oft genug sterben. Aber jetzt habe ich keine Lust, euch das erst zu zeigen. Ja, im Übrigen kann man ja auch runter. Nächste Weltgeschichte für uns. So, hier oben könnt ihr sehen, hier scheint es irgendwie weiterzugehen, ne? Seht ihr das? Das ist der zweite Ausgang, da können wir aber jetzt noch nicht hin. So, wir gehen hier rein. Weil wir jetzt noch 2 Minuten haben, zeige ich euch jetzt gleich mal noch, was wir hier machen können. Also in dem ersten Spiel gibt es ja immer 2 Eimer und das ist ein bisschen Zufall. Da kommt entweder ein Sack mit Geld raus oder 10 Tonnen. Der Sack mit Geld verdoppelt unser Guthaben und die 10 Tonnen halbieren es. Dabei wird, glaube ich, abgerundet. Ja, wird es auch. So, jetzt verdoppelt sich's wieder. Mache ich also eigentlich relativ ungern, aber damit ich es euch mal gezeigt habe. So, haben wir doch einen satten Gewinn von 3 ganzen Münzen gemacht. Ja, nicht schlecht. So, jetzt ist auch schon der erste Part wieder vorbei, Leute. 15 Minuten sind um. Ja. An dieser Stelle möchte ich meinen Part beenden und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht beim nächsten Part wieder dabei seid. Euer MTech verabschiedet sich. Ciao!